Meine lieben Studierenden, herzlich willkommen in dieser weiteren Übersicht im Seminar Morphologie. Nachdem wir in der letzten Woche uns die strukturalistischen Grundlagen der Sprachbeschreibung näher angeschaut haben und dabei morphologische Aspekte vor allen Dingen im Hinblick auf die Basisoperationen des Segmentierens, Klassifizierens und im Hinblick auf das Gesamtsystem Sprache wichtig waren, würde ich heute ganz gern in eine Systematik der Morphologie einsteigen mit den zwei Bereichen der Flexion und Wortbildung und damit mehr oder weniger eine Einbettung in größere grammatische Phänomene, die wir zur Beschreibung brauchen. Allerdings, eins möchte ich gleich vorher wegschicken, sollten Sie mutmaßen, dass dieses kurze Input-Video ausreichen wird, um einen Basiskenntnisstand über morphologische Grundlagen sich zu erarbeiten, muss ich Sie leider enttäuschen. Das Ganze dient hier tatsächlich nur dazu, um einzelne Schlaglichter auf die morphologische Beschreibung von Sprache zu richten. Und wenn Sie das Gefühl haben sollten, Sie haben hier Defizite und müssten das eine oder andere noch einmal nachholen, dann würde ich Sie bitten, das im Selbststudium zu tun. Und zwar entweder in einer Einführung in die Morphologie oder in die Grammatik. Der zweite Vorsatz ist, das, was Sie jetzt hören, beinhaltet keine Ausdifferenzierung nach der Rolle, die die Morphologie oder die Morphosyntax spielt in unterschiedlichen grammatischen Ansätzen und Theoriemodellen. Das, was Sie hören, ist ein wenig aufgepeppte Schulgrammatik. Das heißt, die Basis der Basis auf dem Boden aristotelischer Grammatikalisierung, Kategorisierung. Da dürfen Sie bitte nicht zu viel erwarten. Aber kommen wir mal zu dem eigentlichen Inhalt. Heute wird es also gehen um Flexion und Wortbildung. Und ich würde ganz gern beginnen mit der Flexion. Die Flexion ist, wenn man sich das morphologische System anschaut, ein großer Teil neben der Wortbildung. Und hier werden vor allen Dingen Aspekte der Deklination und Konjugation besprochen. Auch wenn noch andere hinzugehören, wie zum Beispiel die Komparation. Nichtsdestotrotz, das sind die beiden zentralen Bereiche, Deklination und Konjugation. Wenn wir auf das Gesamtsystem schauen, also mit Flexion werden im Wesentlichen nominale und verbale Einheiten so verändert oder gebeugt, dass sie mit Hilfe morphologischer Einheiten, die an sie herantreten, grammatische Informationen tragen können, die uns einen Hinweis darauf geben, über welche Formen wir gerade sprechen. Bereits gesagt, wenn wir über nominale Flexionen sprechen, sprechen wir von Deklination. Wir können hier unterscheiden starke, gemischte und schwache Deklination. Das betrifft vor allen Dingen die Adjektive. Und aus dieser Flektierbarkeit bestimmter sprachlicher Einheiten wird auch ein wesentliches Merkmal gemacht, um Wortarten zu definieren. Und die flektierenden Wortarten in der Deklination sind Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomina. Wenn wir auf das verbale Paradigma schauen, sprechen wir von Konjugation. Hier unterscheiden wir zwischen einer starken und schwachen Konjugation, also zwischen starken und schwachen Verben, also zwischen unregelmäßigen und regelmäßigen konjugierten Verben. Und diese bilden einen weiteren großen Teil im Feld der Wortarten und sind sehr stark auch semantisch differenziert. Aber darauf kann ich im Wesentlichen heute gar nicht eingehen. Nur ein Hinweis, es gibt offensichtlich ein großes Interesse, über Modalverben zu sprechen oder über Modalverben nachzudenken. Und in dem Kontext würde ich an der einen oder anderen Stelle noch einmal darauf zurückkommen. Blicken wir zunächst erstmal auf die grammatischen Kategorien des Verbs. Hier wird global unterschieden zwischen Person, Numerus, Tempus, Genus, Verbi und Modus. Und Sie sehen, wie diese einzelnen Kategorien, grammatischen Kategorien nach und nach auffächern. Etwas unklar ist, ob der Imperativ zu den Modi zu rechnen sei. Das hat ganz einfache formale und systematisch-semantische Gründe. Und das Zweite, auf das ich Sie auch gleich hinweise, ist, dass vor allen Dingen der Umfang der Kategorie Tempus beim Verb starken Diskussionen ausgesetzt ist. Sie sehen hier eine Differenzierung nach präsentischen Stämmen und prätaritalen Stämmen.
Also, dass wir das verbale Paradigma hier nach sechs Zeitformen zunächst schulgrammatisch ordnen, obwohl in der Schulgrammatik Futur 2 schon gar nicht mehr vermittelt wird. Und daneben wird in der Forschungsliteratur zwischen den Doppelformen noch unterschieden. Das sind das hier in dem Slide mit Perfekt 2 und Plusquamperfekt 2. Und in einzelnen grammatischen Darstellungen wird noch von Futuro Praeteriti 1 und 2 gesprochen. Aber das sind jetzt Sonderdiskussionen, die ich Ihnen jetzt hier erstmal zeigen will. Und unter uns gesagt, auch das Temposystem selbst gerät sehr in Bewegung und muss möglicherweise in dem einen oder anderen grammatischen Ansatz revidiert werden. Gleiches gilt für Genus Verbi, also das heißt die beiden Aktionsformen des Deutschen, die gemeinhin unterschieden werden zwischen aktiv und passiv, wobei das Passiv traditionell nochmal unterteilt wird in das sogenannte Vorgangspassiv mit werden und das Zustandspassiv mit sein. Aber hier gibt es Überschneidungen mit Halbmodalkonstruktionen und gleiches gilt für den Modus. Wenn ich vorhin über die Hilfsverben sprach, dann wissen Sie, dass Sie Modus nicht nur durch Konjunktiv 1 oder 2 anzeigen können, sondern dass Sie Faktizität auch markieren können, indem Sie zum Beispiel bestimmte Modalkonstruktionen mit den Modalverben bilden. Aber das zumindest erstmal ist ein Kategorisierungsansatz, auch wenn ich jetzt schon im Wesentlichen drei dieser Kategorien als nicht in der Art und Weise deutlich klassifizierbar dargestellt habe, wie diese Übersicht tut. Schlussendlich bleiben nur Person und Numerus als relativ deutlich voneinander geschiedene Teile, in denen sich ganz klar Einheitenkategorien zuweisen lassen. Blicken wir auf Substantiv, die grammatischen Kategorien. Auch hier haben wir drei wesentliche Kategorisierungen, nämlich nach Kasus, Numerus und Genus. Das Genus als Kategorie ist festgelegt. Das heißt, ein Nomen kann nur Maskulinum, Neutrum oder Femininum sein. Und Eisenberg sprach dann in dem Zusammenhang davon, dass es sich hierbei um eine Paradigmenkategorie handele, die dann nicht in denen das Nomen, wenn es flektiert wird, keine andere Einheit annehmen kann. Also es wäre dann in dem Fall keine Einheitenkategorie. Dazu würden zählen die Kasus mit langen U-Deklination. Das ist ein wichtiger Hinweis für eine mündliche Prüfung. Und die Einzahl und Mehrzahl als Kategorien zu rechnen wären. Genau, blicken wir noch abschließend, das hatte ich ganz am Anfang erwähnt, auf die Komparation des Adjektivs, dass es so etwas wie einen Superlativ gibt, also am größten, am besten, am grünsten und so weiter und so fort. Das sollte den meisten bekannt sein. Die Kategorie Komparativ und Positiv hingegen kennen nur noch die wenigsten, wenn überhaupt, aus ihrer schulischen Ausbildung oder aus der Einführung in die Sprachwissenschaft. Gut, das soll es bis hierhin sein mit einem kurzen Überblick über die Flexion. Kommen wir jetzt nochmal zur Wortbildung und Achtung, erschrecken Sie nicht, ich habe Ihnen die wichtigsten Merkmale der Wortbildung auf ein Slide zusammengestellt und werde das jetzt für Sie erläutern. Zunächst erst einmal gibt es unterschiedliche Formen der Wortschatzerweiterung. Wir hätten ja erstmal Wortschöpfung, also die Neubildung, also ein lexikalisches Phänomen, das durchaus auch morphologische Aspekte mit an sich ziehen kann. Das werden wir bei den Formen der modernen Wortbildung auf Instagram uns genau anschauen. Dann haben wir Formen der Sprachentlehnung, also der Wortentlehnung. Da werden fremdsprachliche Elemente auf ganz unterschiedliche Art und Weise in das Deutsche inkorporiert. Wenn Sie möchten, können wir uns das auch nochmal anschauen. Also das heißt, Sie erweitern den sogenannten Basiswortschatz der indigenen Elemente. Und wenn wir von Wortbildung sprechen, dann haben wir zunächst erst einmal, ohne zu sagen, dass wir nicht irgendwann auch Fremdwörter ans Deutsche angleichen, dann reden wir zunächst erstmal von diesen sogenannten indigenen Elemente, die also zu unserem Basiswortschatz gehören. Das Deutsche im Übrigen ist sehr bekannt dafür, dass es auf fremdsprachliche Elemente und dann entlehnte Elemente sehr, sehr schnell formal an dem Basiswortschatz angleicht, indem es diese fremdsprachlichen oder entlehnten Elemente sehr schnell in
Wortbildungsprozesse einbezieht und dann zum Beispiel ganz regulär bildet. Sie können sich das Ganze anschauen, um mal ein relativ ausgenudeltes Beispiel zu nehmen. Das Liken als Konversion, also als Substantivierung eines ins Deutsche entlehnten englischen Verbs. Sie können das weiter, bei Google Plus war das irgendwann mal mit Plus 1 und so weiter und so fort. Also Sie sehen, das ist alles tatsächlich im Deutschen relativ dynamisch und wir werden uns da im Seminar, glaube ich, sehr, sehr viele schöne Beispiele anschauen können. Aber blicken wir erstmal auf die Ausdruckserweiterung als den wichtigsten Teil der Wortbildung. Das Phänomen der Ausdrucksverkürzung, das lasse ich jetzt hier mal unter den Tisch fallen, also dass man so etwas wie S-Punkt abkürzen kann für Seite oder VGL-Punkt für Vergleiche, das behandle ich jetzt hier mal nicht, obwohl und obgleich die Akronymbildung zum Beispiel in sozialen Netzwerken, in Chatkommunikation und so weiter und so fort ein tolles Thema wären, auch hier im Seminar, aber dazu dann später in der Diskussion, welche Ideen Sie damit assoziieren. Kommen wir zunächst erstmal zur Ausdruckserweiterung. Hier gibt es drei ganz zentrale Bereiche oder Mittel der Wortbildung, nämlich die Inkorporation, die Komposition und die Derivation. Schauen wir uns mal die Phänomene der Inkorporation an. Hier geht es im Wesentlichen im Detail um Zusammenrückungen, also das heißt das Zusammenziehen von zwei Entitäten. Das ist ein Phänomen, das Sie vor allen Dingen in den sozialen Medien beobachten können und da wiederum vor allen Dingen auf Instagram, das heißt die Bildung komplett Plexer-Hashtags als Zusammenrückungen. Dann haben wir Zusammenbildungen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie diesen zweiten Teil oder zum Beispiel Rechnungslegung wäre auch so eins, dass sie oder Fragestellung, dass sie nicht tatsächlich entscheiden können, um welche, dass dieser zweite Teil Stellung nicht in dem Sinne verwendet werden kann, wie es in dieser Zusammenbildung passiert. Das heißt, hier wird tatsächlich ein neues Wort gebildet, in dem zwei spezifische Einheiten zusammengezogen werden. Und dann haben wir noch Wortkreuzungen daneben. Ein sehr schönes Beispiel ist Jein, also wo zwei eigentlich eigenständige lexikalische Einheiten zusammengegossen werden. Und manch einer spricht da auch von Kontamination, aber das heißt, hier hätten wir eine sogenannte Wortkreuzung. Ein großer Teil der Ausdruckserweiterung ist die Komposition. Wir unterscheiden ganz grundsätzlich zwischen Determinativkomposita, das sind eigentlich, ist der Löwenanteil der Komposita, die wir im Deutschen verwenden, daneben Kopulativkompositum und Possessivkompositum. Das Besondere beim Determinativkompositum, also dem Normalfall der Komposition, ist, dass dadurch das Zweitglied des Kompositums näher spezifiziert wird. Es geht also um ein Boot, das genauer ein Hausboot ist. Daneben haben wir Kopulativkomposita. Das ist ziemlich interessant, denn hier stehen eigentlich zwei gleichberechtigte Glieder nebeneinander. Also wenn wir über einen Gottkaiser sprechen, dann, also wie Napoleon sich selbst inszenierte, dann haben wir auf der einen Seite die Gottgleichheit und auf der anderen Seite das Kaiserliche. Und er verkörpert sowohl das eine wie das andere und kann sich deswegen auch gleich als Gottkaiser bezeichnen. Und dann haben wir Possessivkomposita, die vor allen Dingen dazu genutzt werden, um spezifische Eigenschaften anzuzeigen, also und die sie nicht mehr kompositionell aus den beiden Gliedern erschließen können. Also jemand, der ein Bücherwurm ist, ist weder Buch noch Wurm, noch sind die Bücher des Wurms, sondern es geht hier darum, dass wir hier eine Person haben, die sehr, sehr gerne liest. Und diese Bedeutung können Sie nicht mehr kompositionell erschließen aus diesen beiden Teilen. Deswegen sind Possessivkomposita zum Beispiel ein beliebter Gegenstand der Konstruktionsgrammatik. Wenn Sie Kompositionen bilden, oder dann werden Sie vor allen Dingen auf das Phänomen, und nicht nur hier, aber besonders hier, deswegen steht es da, auf die Fugung dieser Elemente stoßen. Und hier sind verschiedene Kompositionselemente in der Morphologie zu beschreiben, die hier an einzelnen Beispielen aufgeführt sind. Und ich lese Ihnen nicht alle vor.
wenn in Klammern an diesen Fällen zum Beispiel ein Genitiv Singular oder Genitiv Plural steht, dann ist nicht das Fugenelement der Genitiv Plural einer bestimmten sprachlichen Einheit, sondern dieses Fugenelement ist möglicherweise historisch aus diesem, aus dieser grammatischen Information hervorgegangen. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also nicht überall, wo ein Fugen-S auftritt, handelt es sich automatisch um einen Genitiv-Singular. Nichtsdestotrotz, das ist eine ganz wesentliche Stelle, in denen, wenn man über den Abbau von bestimmten Elementen spricht, sich eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten hält und etabliert hat und auch hält. Ich möchte Sie nur auf eins hinweisen, auf namentlich. Das, was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Interfix, den manche Grammatiker annehmen, aber das ist eine sehr umstrittene Kategorie. Und wir werden da auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen im Kontext von Derivation, also von Ableitung. Denn schlussendlich sind die Fälle, in denen dieses Interfix, wenn man es denn annehme, auftritt und eingebunden wird, sehr, sehr selten, also ein sehr seltenes Mittel. Und es ist vollkommen unklar, ob man ihm eigenen morphologischen Status zubilligen kann und sollte. Und diese Diskussion rührt vor allen Dingen daher, dass wir in der letzten Woche, das haben Sie gesehen, aus einer strukturalistischen Sprachbeschreibung herkommen und diesem Element natürlich hiermit eine Funktion zuweisen wollen. Und diese Funktion aus strukturalistischer und sprachsystematischer Perspektive eben bestimmbar sein muss. Und deswegen, wenn man systematisch blickt, dann kommt man schon auf die Idee, dass man so etwas wie einen Interfix definieren kann. Das trifft aber auch noch auf andere Elemente zu. Das Letzte ist in der Wortschatz, in der Ausdruckserweiterung ist die Derivation. Und damit werden Derivate gebildet, und zwar explizite und implizite. Wenn man sich an der Grammis, an der IDS-Grammatik orientiert, an dem grammatischen Informationssystem. In der expliziten Derivation werden neue Einheiten gebildet durch Ableitung. Daneben gibt es noch Grammis spricht von der sogenannten impliziten Derivation. Das kann man auch diskutieren, wenn zum Beispiel durch Ablautung oder durch Umlautung neue Einheiten entstehen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, ja, wir haben ein Plural-Morphem, das aus Umlaut plus E besteht. Und wenn man jetzt diese implizite Derivation für die Umlautung zum Beispiel annehme oder für die Ablautung, dann bräuchte man nicht diese zwei Morphe, also Umlaut plus E, für die Pluralbildung heranziehen und könnte sich das dann die Pluralbeschreibung oder die Beschreibung von Pluralallomorphen vereinfachen. Also das steckt da dahinter, unter anderem. Aber wenn wir erstmal bei den expliziten Derivaten bleiben, dann werden die vor allen Dingen durch Affigierung gebildet und die typischen Affixe sind Suffix, Präfix und Zirkumfix, die zur Wortbildung benutzt werden, zur Ableitung. Gerade schon problematisiert hatte ich Interfix. Dasselbe gilt für den Infix. Auch das ist eine morphologische Einheit, die nur dann als Infix erscheint, wenn Sie größere lexikalische Einheiten zusammenführen, wie bei funktionsuntüchtig. Könnte man sich auch streiten, ob untüchtig nicht ein eigenes Wort ist. Aber Sie sehen, Diskussion letzte Woche, ob wir es hier mit einer kompositionellen morphologischen Negation zu tun haben oder ob man untüchtig selbst als eigene lexikalische Einheit klassifiziert und akzeptiert. Je nachdem ist entweder ein Infix oder ist es eben nicht. Also es ist genauso umstritten wie der Interfix. Und eine letzte, sehr, sehr kleine, auf fachsprachliche Texte und Kommunikationskontext bezogene Einheit ist der sogenannte Konfix. Hier geht es vor allen Dingen um fremdsprachliche Elemente, die benutzt werden zur Wortbildung von Fachwortschatz. Ich habe Ihnen hier Thermostat als ein Beispiel aufgelistet, aber Sie können selbst gern Einheiten bilden aus den Elementen, hier beispielsweise Ident, Phil und Polit. Sehr, sehr schönes Beispiel Bibliophil, das können wir sehr gern im Anschluss diskutieren. Das Letzte, und auch hier unterscheiden sich die Grammatiken und Einführung in die Morphologie ein wenig voneinander,
Das ist die Konversion. Die Konversion, einige Grammatiken setzen die Konversion gleichberechtigt neben die Ausdruckserweiterung. Andere implementieren die Konversion als ein Mittel in die Derivation. Das scheint mir im Hinblick darauf, welche Rolle sie spielt, tatsächlich auch angezeigt zu sein. Denn hier wird durch ein sehr einfaches, durch ein sehr einfaches Ableitungssetting ein neuer Ausdruck gebildet, also gibt es eine Ausdruckserweiterung. Bei der Substantivierung zum Beispiel des Verbs wird ein Artikel davor gesetzt und damit wird ein Verb als substantiviertes gekennzeichnet. Scheint mir hier in der Derivation besser aufgehoben zu sein als eigenständig stehend neben der Ausdruckserweiterung. Und es verhält sich dann ja schlussendlich ja, auch wie schön zu Schönheit, also indem durch Heid ein Suffix, ein Substantiv gebildet wird, wird eben bei der Substantivierung eines Verbs ein Artikel dazu gesetzt und damit haben wir dann ein Substantiv. Ja, das ganz kurz zur Wortbildung. Ich hoffe, dass der kurze Überblick Sie noch einmal an das eine oder andere erinnert hat. Und wenn Sie merken, dass Sie da nicht mehr so sicher sind, dann würde ich Sie bitten, das noch einmal nachzuarbeiten, wie schon gesagt. Fakt ist jedenfalls, dass diese systematischen Beschreibungen von Zusammenhängen des Sprachsystems und speziell mit Flexion und Wortbildung im Hinblick auf Grammatik die Systematik der Wortarten ganz wesentlich ausprägen. Und ich zeige Ihnen jetzt zum Abschluss das Wortartmodell nach Klintz. Und hier haben wir erstmal ganz vom Anfang her geleitet die flektierbaren und nicht flektierbaren Wortarten, also die Verben, dann das nominale Paradigma. Und schlussendlich sehen Sie das große, große Feld der nicht flektierbaren, nämlich Adverbien, Konjunktion und Präposition. Es kämen noch die Partikel dazu. Und diese nicht flektierbaren Wortarten sind eigentlich das Spannende. Deswegen werden wir da im Seminar auch ab und zu mal drauf schauen, vor allen Dingen dann, wenn wir bei Präpositionen und Partikeln Elemente haben, die gleichzeitig zur Wortbildung eingesetzt werden. Also das heißt, wenn wir sogenannte durch Präfixe erweiterte Verben haben, die dann in der Wortbildung selbst wiederum eine ganz spezielle Bedeutung annehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Augen offen halten nach besonderen Verben, die Ihnen auffallen. Ich habe schon einige zurechtgelegt jetzt für die Bearbeitung und freue mich auf Ihre Diskussion. Für heute wird es das erst einmal gewesen sein und wir sehen uns für die meisten gleich im Seminar mit Ihren Fragen und diskutieren dort noch die Themen für Ihre Arbeitsphasen. Ich würde mich freuen, wenn wir einen gemeinsamen Blick auf die Sotero-Bibliothek des Seminars werfen. Und für die anderen, die jetzt nicht an der Diskussion teilnehmen im Seminar, noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ja, und um das Video gut zu vernetzen in der Open Educational Resources Community, habe ich Ihnen jetzt noch einmal die Playlist zum Seminar vorgeschlagen und zum Zweiten ein Video, das hier aus dem Portfolio meines Kanals bei YouTube kommt. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Kanal, liken Sie, schreiben Sie einen Kommentar und lassen Sie sich benachrichtigen. Das würde mich sehr freuen und damit bin ich für heute raus. Tschüss.